Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stalker. Ja, die letzten drei Folgen, muss ich zugeben, habe ich hintereinander abends aufgenommen. Da war ich ein bisschen müde. Und ja, also nicht wundern. Sieht wie ein friedliches Dorf aus. Solange wir nicht die Einheimischen stören. Also nicht wundern, wenn ich da ein bisschen verplant war. Ja, wir machen direkt hier die Mission. Nochmal. Ich weiß gar nicht, wer, was und weshalb die gerade auch nicht geschossen haben. Ist ja wie im Urlaub. Laufen wir mal. Ich speichere hier einfach mal. Machen wir ein neues. Nein, nehmen wir ASD1. Ja. Gucken kurz, wann das war. 17:04, okay. Okay, sie sind noch nicht auf uns los. Wir müssen ganz ruhig sein. Wir müssen schleichen. Ihr seid gleich da. Ja, Kollege. Aber der brüllt so laut rum. Kennt ihr die eigentlich alle hier? Ich bin radioaktiviert, sehe ich gerade. Mal sehen, ob ich recht hatte. Okay. Böse, böse, böse Menschen. Erledige diese Bastarde. Ja. Wen denn? Jetzt? Dafür hätte ich ja eigentlich meine Musik in der Gun nehmen können. Jo. Ne? Super. Zack. So, das war's. Du hast sicher viele Fragen. Und das kann ich verstehen. Unterhalten wir uns ein wenig, oder? Ja, bitte. Wir gucken noch flink, ob hier irgendwas rumliegt. Nö. Für dich habe ich gerade keine Zeit, tut mir leid. Loot ist wichtiger als deine Antworten. Nirgendwo Loot. Ich will looten. Ich möchte Verstecke entdecken und ein Blümchen riechen. Okay, Kollege, was hast du mir zu sagen? Okay.
Krieg natürlich. Was soll das wohl bringen? Ja, wir gehen mal alleine, ne? Wir wollen ja schließlich noch ein bisschen looten. Und die Janusstation ist hier, ist also nicht so weit. Oder? Ne, das ist nicht die. Oder? Doch, das ist doch die. Klar ist das die Janusstation. So. Ein bisschen radioaktiv hier. Wenn ich mich recht entsinne, weiß ich, dass hier was drauf war. Darum schauen wir jetzt direkt mal. Denn Pappnase irrt sich in der Regel nicht. Da haben wir es doch. Los! Fühle dich von mir aufgenommen. Sehr schön. Boah. So. Jetzt habe ich drei von diesen komischen Vektordingern. Das heißt, ich könnte nachher eigentlich zu diesem komischen Typ zurückgehen und die Mission fortfahren. Ja, ich weiß, die Strahlung ist gerade relativ erotisch. Hier vielleicht was in der Ecke. Man kann ja auf F drücken, dann sieht man das mehr oder weniger. Ja, ich weiß, mir wurde empfohlen, Alkohol, also Wodka zu trinken. Problem ist, das ist so schwer, Wodka. So eine Pulle wiegt, glaube ich, 0,5 Kilo oder so. Und von diesen dämlichen Spritzen habe ich ja zum Glück genug. Vorerst. Stimmt, die komischen... Ja gut, nehmen wir das mal mit. Nicht vergessen, die komischen Stalker zu looten. Wir müssen jetzt natürlich erstmal finden. Können wir allerdings auch mal gucken, ob hier irgendwie ein Artefakt ist. Nee. Hätte ja sein können. Ah, da weiß ich, da erinnere ich mich, dass hier auch was war. Vielleicht nicht unbedingt Loot, aber man kann hier so ein bisschen rumkraxeln. So wie ich das gerade tue. Und feststellen, dass hier leider nichts drin ist und ich vermutlich nie wieder hier rauskommen werde. Doch. Oh toll. Super, das geht auch so. Okay, das war nichts. Gucken wir erstmal nach dem Stalker. Ich habe ja auf dem Radar habe ich ja so graue Punkte. Das ist ein Stalker. Nehmen wir mit, vielleicht können wir die gut verkaufen. Oh. Das nehme ich doch direkt mal mit. Oh oh. Rechtzeitig erkannt. Boah, sind hier viele Punkte. Was? Cool, das hat so ein komisches EOTech drauf.
Blub, blub, blub. Das Gerät jetzt mit aufgesammelt. 1, 2, oh, habe ich. Was ist das? Ein komischer Zombie? Eins. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich loswerden. Das wollte ich loswerden. Und das waren ja nämlich zwei. Wie mein Radar mir sagt. Sehr schön. Oh, sehr schön. Damit sind wir schon mal richtig fett ausgerüstet, können uns allerdings nicht mehr bewegen. Genau. Fallen lassen. Fallen lassen. Wir sind immer noch zu schwer. Wir haben aber so ein leckeres Ding. Das nehmen wir doch direkt mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade für euch unglaublich langweilig ist, wie ich hier rumsuche. Bitte verzeiht mir dies, nachdem dieser Janov-Station-Mission ja auch so schön langweilig war. Ich denke mal, fette Wämsen haben jetzt genug. Hier noch einmal flink geguckt. Strahlung scheint hier nicht so böse gefährlich zu sein. So, da ist das Haus. Dann schauen wir noch mal hier rein und dann geht es zurück zur Janov-Station. Eine Acker. Munition. Das ist ein Versteck. Des Versteck. Deckes halber. Es ist kein Versteck. Okay. Ja, ich nehme gleich wieder eine Spritze. Ich habe es im Augenwinkel. Das Teil hier kann ich nicht gebrauchen. Fallen lassen und tschüss. Wir bewegen uns jetzt zurück zur Janov-Station. Weiß nicht, wie lange wirkt denn die Pille. Okay. Warum habe ich das gerade getan? Ganz einfach, weil ich es kann. Türke, da gucken wir nachher auch mal rein, falls ihr überhaupt darauf Lust habt. Aber jetzt erstmal unser Inventar leeren. Ich erzähle dir alles, was hey, ich Stocker. Hallo, du. Wie geht's? Als ich in Saturn läuft. So, was haben wir denn Schönes dabei? Das Teil weiß ich, dass einiges an Power hat. Eine niedrigere Handhabung. Okay.
Okay, eine sehr komische Munitionsart. 5,56 und 6,8. Ich weiß nicht, Bushmaster ist glaube ich australisch. Und hier haben wir ein LR300. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn hier reingelegt. War das nicht auch ein LR300? Genau. Was ich immer wichtig bei den Dingern ist, dass die Visierung gut ist. Ist nett. Obwohl wir packen da ja sowieso nachher irgendwas drauf. Machen wir das doch direkt mal. Zack. Nutzen. Zack. Benutzen. Zack. Benutzen. Oh. Zack. Benutzen. Wählen wir die direkt noch mal aus. Die habe ich nämlich noch nicht mit der verglichen. Okay. Sehr nett. Die Bushmaster finde ich auch ziemlich nett. Dann müssen wir mal gucken, wie das mit der Munition aussieht. Das Teil finde ich relativ langweilig, also. Ne. Da bevorzuge ich dann die AK dem Teil gegenüber. Brauchen wir auch jetzt nicht. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr schön. Oh. Das hier haben wir noch nicht abgeschraubt. Ich schaue mir einfach mal die Performance von den Teilen an. Bin natürlich überladen. Raus. 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 Wir brauchen 6,8. Ist das nicht auch die Munition in Empyrean für das Sturmgewehr? Sind nicht die Panzerbrechen, glaube ich. Und 6,8 kann ich mir gut vorstellen, dass die selten sind. Ne, die haben sie hier nämlich überhaupt nicht. Vielleicht hat der Typ die da aber unten. Bis dann. Weit, Mannsheim. Hi. Hi. Schade, hat er auch nicht. Lustiglich. Okay. Muss die Bushmaster halt darauf verzichten. Obwohl die hatte sicherlich auch ein paar Schuss drin. Und dann gehen wir mal ein bisschen ballern. Sesam, öffne dich. Hier auch was abbauen? Nö. Zack, zack. Okay, der nette Feuermodi. Nee, danke, das will ich nicht. Und die Bushmaster. Hey, guck mal, die hat einen Schalldämpfer drauf. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber das wird nur ein Schalldämpfer für die Munition sein, ja. Schade, keine Munition. Und das Teil? Das hat glaube ich 7,6 oder sowas, ja. Schade, die hätten wir mitnehmen sollen. Kaufe ich mir direkt mal.
Laufe geschwind. Komm her, Bruder. Da sind sie doch. Reicht erstmal. Und tschüss. Ja. Irgendwie war die Folge jetzt auch nicht wirklich spektakulär. Ich sehe nämlich gerade, dass ich einen kleinen Cut machen muss. Ich baller noch kurz mit dem Teil hier mit euch rum. Und genau. Das Teil hat nämlich sehr schöne Power. Probieren wir das mal aus. Und das hier. Hä? Nein. Will ich nicht. Hilfe. Ach, verflucht. Nerv mich doch jetzt nicht. Ja, komm. Um dies. Das jetzt da drauf gemacht. Nein, hat er nicht. Was tust du? Nett. Netter. Am nettesten. Ja, ich entscheide mich jetzt, mit was für einem Püster ich losziehen werde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.